Die Enttäuschung war eben groß, dass man weiter geschlossen halten muss. Also das Schnitzel, das die Wiener so gern haben, das gibt es derzeit weiterhin nur im Takeaway. Allerdings heute beim Ministerrat gab es sehr wohl schon Andeutungen, dass man vielleicht erste Öffnungen im März machen könnte. Das hat ja zuletzt geheißen, man will in 2 Wochen nochmals beraten. Wie sehen denn Sie die Chancen dazu und was sagen Sie generell zu dieser Entscheidung? Naja, also diese Beratungen, also es wird immer nach hinten angeschoben, das Ganze. Die ganzen Gastronomen, sie brauchen Planungssicherheit. Der hat nichts davon. Es wird vielleicht aufgemacht in 1 Woche, es wird vielleicht in 2 Wochen aufgemacht, es wird in 4 Wochen aufgemacht. Er will ein Datum wissen, wann wird es aufgemacht, wann kann er seine Lager anfüllen, wann kann er seine Gäste wieder kontaktieren, kommt vorbei. Er braucht ja Personal, er muss ja diesen Betrieb hochfahren. Also und jedes Mal warten auf irgendeiner Pressekonferenz, dass die Bundesregierung sagt den Gastronomen, ihr dürft vielleicht aufmachen, das ist zu wenig. Wir brauchen einfach ein Datum, es muss ein Punkt gesetzt werden und dieses Datum muss eingehalten werden. Aber das Datum hat man ja jetzt bekommen, es hat geheißen, also vor Ostern gibt es einmal keine Öffnung, aber man will auf jeden Fall in 2 Wochen jetzt nochmals beraten, weil man will sich ja die Situation ansehen, wie funktioniert es jetzt mit den Tests. Aber was sagen Sie dazu, warum kann man nicht diese Teststrategie jetzt für die Friseure auch in der Hotellerie und in der Gastro anwenden? Sie sagen schon richtig, ja, wir haben ja schon diese Tests ja gehabt in der Gastronomie. Die Gastronomie hat die Vorreiterrolle gehabt, wie sich die Gäste registrieren haben müssen. Mit der Registrierungspflicht. Mit der Registrierungspflicht, da war die Gastronomie Vorreiter. Die waren halt wieder ein Testballon, die Gastronomie. Und was hat es genutzt? Gar nichts. Die Gastronomie ist zugeblieben und alle anderen dürfen aufmachen. Es darf der Handel auf, hat offen, die Friseure haben offen, die Museen haben offen. Skifahren darf man, mit der Gondel darf man lustig um und um fahren und so weiter und so weiter. Und mittlerweile also kommt man da so vor, dass die Wiener Gastronomie, sprich die österreichische Gastronomie, ein Versuchskind ist, wie weit kann man gehen dort und wie weit kann man denen Selbstständigen was aufbürden, das Ganze, und wie weit machen sie mit? Nur sie machen jetzt überhaupt nicht mehr mit, die Gastronomen. Man muss aufsperren und zumindest auch die Schanigärten jetzt. Das schöne Wetter kommt, 16 Grad kriegt, 15 Grad kriegt. Bitte machen wir sofort die Schanigärten auf, unterstützen wir die Gastronomie. Der Gastronom braucht ein Erfolgserlebnis, der braucht einen Anker. Und unsere Bevölkerung, die will sich einfach wieder austauschen, die will sich dort hinsetzen. Und wenn wir sagen, wir stellen einen 10-Städtisch hinaus, unbürokratisch, dann sollen halt einfach nur 2-3 Leute am Städtisch stehen dort. Es kann im Freien nichts passieren. Sofort aufmachen. Aber Sie wissen schon, der Grund, warum man so vorsichtig ist von Seiten der Regierung, sind diese Virusmutationen, die ja ansteckender sind, zum Teil jetzt bei der südafrikanischen Variante, die in Tirol aufgetaucht ist, wirkt AstraZeneca, der Impfstoff, nicht. Also das sind schon große Probleme, deswegen will man ja abwarten. Also insofern muss man das auch verstehen, oder? Ja, aber die Gastronomie wartet jetzt da mittlerweile schon seit einem Jahr ab. Warum wartet man nicht im Handel ab? Warum wartet man nicht beim Friseur ab? Warum wartet man nicht im Museum ab? Warum ist es immer wieder die Gastronomie, wo abgewartet werden muss? Machen wir es einmal umgekehrt. Sperren wir die Gastronomie auf und sperren wir irgendwas anderes zu oder so. Also sperren wir das Parlament zu oder sperren wir das Bundeskanzleramt zu? Lassen wir dort zu einmal eigentlich. Ich meine, die könnten ja auch mal auf Betriebspause gehen. Ja, die haben ja lange Ferien im Sommer. Ja, es kommt eh nichts raus. Dort sind angeblich nur Kreissitzungen, so der Handel halten ist dort nur. Ja, aber jetzt, was die Gastronomie betrifft, da gibt es natürlich schon Studien, dass die Ansteckungsgefahr dort größer ist als zum Beispiel im Handel, weil man natürlich, wenn man am Tisch sitzt, die Maske abnehmen kann und in geschlossenen Räumen sich natürlich das Virus dann munter verbreiten kann. Aber was die Schanigärten betrifft, da hat jetzt auch der Bürgermeister Michael Ludwig gesagt, er hofft, dass man eben bei diesen 9 Beratungen in jetzt nicht einmal 2 Wochen, dass es da sehr wohl ein offenes Ohr geben wird, dass man da vielleicht eben eine Öffnung erlauben wird. Ja, aber nur, ich verstehe nur nicht, was man machen wir da wieder irgendwelche Sitzkreise und Beratungen, machen wir sofort auf. Ich bin so, wir beraten da 2-3 Wochen, Schanigärten aufmachen, Schanigärten nicht aufmachen. Ausschluss, machen wir ab Montag die Schanigärten auf und es passt. Und dann beobachten wir das halt einmal 2-3 Wochen, einmal, was da passiert eigentlich. Es wird gar nichts passieren im Freien. In Italien haben sie es offen, die Schanigärten, in New York haben sie es offen, die Schanigärten, in Israel haben sie es offen, die Schanigärten. Das Virus wieder nicht jetzt da von der Weiten daherkommen und genau in den Wiener Schanigarten jetzt da einfallen jetzt und sagen, da wird es wieder der Böse. Ja, also im Freien ist die Ansteckungsgefahr tatsächlich sehr, sehr gering. Jetzt hat auch der Physiker Gerhard Scheuch wieder gesagt, im Freien, also im Vorbeigehen kann man sich nicht anstecken.
ist also sehr wohl eine Option. Natürlich haben wir aber auch in Wien diese britische Virusmutation, die eben auch ansteckender ist. Und das ist der Grund der Vorsicht. Die Regierung will einmal schauen, wie werden sich die Öffnungen, die wir jetzt eben seit kurzem genießen, auswirken. Und dann wird man erneut beraten. Also es ist sehr wohl möglich, dass es diese Öffnungen dann gibt, zumindest was die Schanigärten betrifft. Das Corona gefährlich ist, wissen wir. Dass Corona ansteckend ist, das wissen wir auch. Aber dass der Wirt oder der Selbstständige ein mündiger Unternehmer ist, welcher weiß, welches Instrument ich einsetzen muss, Handhygiene, Desinfektionsmittel dorthin stellen, Gäste auseinandersetzen jetzt da und, das funktioniert hundertprozentig. Wir haben auch die wenigsten Ansteckungsfälle in der Gastronomie gehabt eigentlich und wir müssen öffnen jetzt und kein Tag mehr jetzt, weil das alles zugemachte ist ein Mordanschlag an die gesamte Wiener Gastronomie. Mhm. Ja, aber auch der Wirtschaftskammerpräsident Harald Mara, der ja eben auch die Gastronomen natürlich vertritt und wie sie spricht, der sagt auch, es ist vernünftig, dass man sich das einmal anschaut, wie sich das jetzt entwickelt und dann kann man in 2 Wochen ja sehr wohl über Öffnungsschritte nachdenken. Ja, okay, lassen wir die Gastronomie Indoor zu und machen sie Outdoor auf einmal. Da können wir mal langsam mal damit anfangen, dem Wirten einmal die Sicherheit wieder zu geben. Schauen wir mal, was passiert einmal draußen. Da wird einmal nämlich gar nichts passieren und in 2 Wochen machen wir dann halt alles dann auf. Also damit hat jeder was davon. Die Bevölkerung hat was davon und der Wirt hat wieder was davon. Machen wir so, aber nicht jetzt, dass wir jetzt da wieder 100 Experten fragen, was passiert. Englisches Virus, britisches Virus, Kongo-Virus. Aber wir haben eh schon 30 Mutationen jetzt. Da kennen sich kein Mensch mehr aus. Also es fällt nur mal das Wiener Schnitzelvirus jetzt da. Aber es ist auf jeden Fall ein positives Zeichen, dass jetzt eben auch der Gesundheitsminister sagt, man kann dann in 2 Wochen über Öffnungsschritte nachdenken. Ja gut, der Herr Gesundheitsminister sagt sehr viel jeden Tag das Ganze, aber es ist natürlich positiv, wenn er jetzt, wie er gesagt hat, jetzt, wir machen jetzt da auf in 14 Tage, aber er hätte gleich sagen müssen, wir machen ab Montag die Schanigärten auf jetzt. Ich meine, warum die Zusagen? Ich meine, das weiß kein Mensch eigentlich. Ich meine, dass das Virus jetzt, das englische Virus, das südamerikanische oder südafrikanische Virus jetzt genau in den Wiener Schanigarten jetzt da hereinfallen wird, also das wird ja kein Mensch glauben. Wie bewerten Sie denn jetzt diese Teststrategie, die Tests, die man jetzt bei den Friseuren braucht, beim Massageinstitut, beim Kosmetiker? Ist das eine Option für die Gastronomie Ihrer Meinung nach? Naja, das ist ja, schauen Sie, alles, was dazu beiträgt, dieses Virus einzudämmen, ich meine, muss man annehmen, das Ganze. Finden Sie also gut, das? Ich finde, es ist gut, aber man kann jetzt nicht den Wirten verantwortlich machen, jetzt, dass er sich jetzt dafür jeden seinen Gästen das Gesundheitszeugnis oder dass er freigetestet ist. Man da appelliert, soll man schon appellieren, dass da eben der Gast sagt, okay, ich bin virusfrei oder ich bin nicht ansteckend, dass man denen das glaubt und dass diese Aufgaben eigentlich der Polizei oder der Exekutive oder dem Magistrat zukommt, aber nicht dem Wirten jetzt, dass der Anstandsdame in seinem Betrieb macht jetzt da. Ja, wird natürlich jetzt vom Persönlichen, von der Atmosphäre natürlich ein bisschen schwierig sein. Also man hört auch von Friseuren, denen das unangenehm ist, danach zu fragen. Auf der anderen Seite ist es halt eine Möglichkeit, dass man wirklich auch die Gastronomie öffnen kann. Und aber sagen Sie jetzt dazu, ab 1. Am März gibt es in Apotheken diese Schnelltests, die man auch zu Hause durchführen kann, also die sogenannten Wohnzimmertests. Ja. Sagen Sie, dass man mit denen auch, oder würden Sie sagen, man sollte auch mit denen eben zum Friseur gehen können und vielleicht dann auch in ein Gasthaus, oder sagen Sie, das ist dann doch zu riskant, weil da könnte man schwindeln? Wir müssen einmal alle sagen, einmal, der Bürger ist einmal mündig, dass er weiß, ob er ansteckend ist oder nicht ansteckend ist. Und einmal auf das appellieren, dass er die Wahrheit angibt, das Ganze. Also wenn der jetzt einen Test holt sich von der Apotheke und er ist ansteckend, dann man wird er vermutlich zu Hause bleiben. Natürlich. Also war das unfair, wenn der jetzt da zu einem Wirten geht oder irgendwo anders einkaufen geht. Also da sollte man, und glaube ich, unsere Bürger sind sehr mündig, dass sie wissen, ob sie krank sind oder nicht krank sind. Also Sie meinen, man kann den Menschen so weit vertrauen, dass sie den Wohnzimmertest, wenn sie den zu Hause machen, jetzt ohne, dass jemand das bestätigt, wenn der jetzt positiv wäre, dass sie dann wirklich auch zu Hause bleiben? Ich glaube schon eigentlich, ja. Mhm. Ich vertraue unseren Bürgern das Ganze. Also ich sehe da eigentlich nichts Schlechtes an und es ist wieder ein neues Hilfsmittel jetzt, was wir anwenden können, dass wir also diese Pandemie jetzt einmal langsam aber doch wegbekommen. Ich sehe halt nur eigentlich jetzt, es kommen jetzt da mittlerweile schon 30 Virusmutationen. Jeder neue Experte findet eine neue Virusmutation jetzt. Man höchstwahrscheinlich am Jahresende haben wir 5000 Mutationen. Also da haben wir höchstwahrscheinlich von allen Ländern der Welt haben wir das. Oder das glaube ich nicht.
Vielleicht noch ein anderer Punkt. Sie haben ja heute gesagt, die Gastronomie, das hängt ja eng auch mit dem Handel zusammen. Also der Handel, mit was? Das hängt eng mit dem Handel zusammen. Ja. Die Gastronomie, ja, haben Sie vorher auch schon gesagt, ja, wo wir hier, ja, miteinander gesprochen haben. Und Sie haben gesagt, zum Beispiel im Einkaufszentrum, wo Sie waren, ja, da war fast nichts los. Ja. Was könnte denn der Grund dafür sein? Ist das der Grund, dass die Gastronomie eben zu ist, dass man sich nirgends verkaufen kann? Naja, es fehlt natürlich auch im Handel jetzt. Die Gastronomie, wenn Sie einkaufen gehen, und es geht wie einkaufen, jetzt macht er ein bisschen ein Shopping-Erlebnis, jetzt setzt man sich in ein Café aus, also jetzt isst man ein Schnitzel oder man isst einen Schweinsbraten dann irgendwo halt. Man kann nirgendwo sitzen, man wird im Prinzip durch diesen Einkaufstempel durchgetrieben oder durch die Einkaufsstraßen durchgetrieben. Es fängt damit schon an, jetzt auch auf der Straße beim Einkaufen, ob das jetzt der Kärntner Straße ist, Mariahilfer Straße. Es gibt ein menschliches Bedürfnis, dass man eine WC-Anlage lokal aufsuchen möchte, dass man aufs WC gehen muss. Man kann nirgendwo hineingehen. Also man schaut schnell in den Einkauf und schnell ins Auto und schnell wieder heim. Also eigentlich. Also, und die Gastronomie bietet das alles. Komm bitte herein, trink einen Kaffee, iss was, geh auf die Toilette, das fehlt alles. Also das ist eine gesunde Symbiose dieser zwei, natürlich, Bereiche, zusammen, die alleine nicht überleben können. So ist es, alleine funktioniert es nicht. Und generell auch, was ist das Feedback, was Sie bekommen jetzt als Gastrosprecher in der FPÖ? Wie geht es denn jetzt den Gastronomen? Wie schaut es aus mit den Hilfen? Da hört man immer wieder, die kommen nicht an. Jetzt hat aber der Finanzminister gestern 3 weitere Hilfen angekündigt. Ja. Jetzt gibt es die Verlängerung der Kurzarbeit bis Juni. Wie bewerten Sie das? Ist das ausreichend? Schon sehr angekündigt ist immer viel. Die ganzen Gastronomen warten immer sehr, sehr, sehr lange auf ihre Gelder, auf die ganzen Förderungsmittel, wo es dazu gesagt sind. Es ist mittlerweile ein Papierkram von hunderte Seiten, es müssen Sie Steuerberater, es müssen Sie Experten damit befassen, dass dieser Gastronom sein Geld bekommt, weil der Wirt hat überhaupt keinen Überblick mehr über das. Jeden Tag ist ein neues Formular und dass es Hilfen geben muss, das ist einmal ganz klar und das ist ja jetzt nicht, dass uns der Herr Blümel was dankenderweise zur Verfügung stellt, er muss es ja zur Verfügung stellen, das Ganze. Also.